Salve a tutti. Es ist Samstagabend, wir haben 18:35 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen kleinen Clip, weil es hier um den DAX geht. Der DAX war im All-Time-High. Unglaublich. Über 13.600. Und was hat er gemacht? Gar nichts. Also, ich habe ja schon All-Time-Highs gesehen, da gab es ein Feuerwerk, ja, an der Börse wurde mal Kuchen gereicht, es gab auch irgendwie einen Sekt oder so, habe ich auch schon erlebt. Und was interessiert, das war nichts. Ja. Vor euch ist der Chart eine Kerze, ein Tag. Ich versuche das mal ein bisschen schöner darzustellen. Das sieht dann so aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir hier diese 13.600, ich glaube, es war auf Xetra 37,5 gesehen haben, und dann so absaufen, am nächsten Tag noch weiter abgeben, finde ich das insgesamt hier ziemlich schwach. Auf den ersten Blick. Hochinteressant ist, dass wir, also sprich der DAX, bereits am Donnerstag Kontakt mit der 20-Tage-Linie aufgehört, der Mitte der Bänder 13.382. Das hat hier als Beweis der DAU am Freitag gemacht. Das ist der auch eine Kerze, ein Tag der DAU am Freitag, genau auf die 20-Tage-Linie, ein bisschen drunter und geht dann wieder ein bisschen hoch. So, zurück zum DAX. Also ich finde die Bewegung insgesamt sehr schwach dafür, dass wir ein neues All-Time-High hatten. Da waren einige Werte dabei, die hätten einfach mehr bringen müssen. Die Allianz, die Deutsche Börse, die SAP. Das war nichts. Keine Anschlusskäufe, gar nichts. Oder es ist eine richtig große, fette Verarsche. Das weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken. Bänder bringen keinerlei Erleuchtung in diesen Darkroom. Kleiner Durchschnitt, leicht positiv. Tatsächlich gefällt mir, dass wir die Mitte der Bänder gesehen haben. Das war fast punktgenau 13.382 am Donnerstag. Dann haben wir die Technik über das MACD hat sich weiter abgebaut, genauso wie die Stochastik. Das heißt, der Markt, der hier insgesamt eine Seitwärtsbewegung macht, baut sich technisch weiter ab. Das ist gut. Das darf man nicht verleugnen. Das ist wirklich gut. Insgesamt gefällt mir das. Ich möchte es mal so formulieren. Wir haben am Mittwoch die FED-Sitzung. Also da wird meiner Meinung nach keiner hier nennenswert reinfixen. Ja, es könnte ja sein, dass die irgendwas mit den Zinsen machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Guru, ich kann es nicht sehen, ich habe auch keine Glaskugel. Aber ich würde hier weder fixen noch long gehen im Moment. Aber wenn wir es schaffen mit einer jetzt deutlich gefallenen Technik, schaut euch das hier an. Hier war sie am Mittwoch, da. Und wie viel die schon nachgegeben hat, finde ich gut. Und das Gleiche gilt auch für das MACD. Ist eigentlich das Potenzial nach wie vor vorhanden? Also ich gebe den Markt noch nicht auf. Ich muss ihn aufgeben, wenn wir hier unter 12.900 sind. Dann muss ich sagen, okay, das war es erstmal. Und aus einer Seitwärtsbewegung wird eine Abwärtsbewegung. Aber das ist noch nicht der Fall. Sprich, ich bekomme ein Kaufsignal, wenn wir hier über die 13.643 gehen und schließen. Dann wird es gut. Dafür habe ich mir auch einen Schein ausgesucht. Das ist jetzt das ist der Hardcore-Schein. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr einen solchen Schein empfohlen. Und zwar ist das dieser hier mit der Basis 13.326. Damit sind wir unter der 20-Tage-Linie, unter dem allerletzten Mini-Verlaufstief. Ganz grob 50 Punkte weg. Das heißt, wenn wir das unterbieten mit nur 10, 15 Punkten, kann ich den noch relativ gemütlich stoppen lassen. 13.326. Ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit einem Hebel von rund 70. Das ist die Kennnummer Gustav Bertha 7Y Paula 5. GB7YP5. Das ist ein Hardcore-Schein. Ich gebe Ihnen aber auch noch einen, der ein bisschen, sagen wir mal, konservativer ist. Da sind wir so bei 12.900. Da kann ich ordentlich zurückschieben. Und da komme ich nämlich auf den hier. Der hat dann nur noch einen Hebel von 21. Der ist ein bisschen zum Zurücklehnen. 12.876,35 heute hier und jetzt. Ein 21er Hebel. Auch von Goldman. Ebenfalls ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GB5SL7. GB5SL7. Da sind wir also hier drunter. Ja, beide Scheine sind für den Moment gedacht, in dem wir die 13.637,5 mit Schlusskurs idealerweise überbieten. Tja, Putz. Ich habe letzte Woche einen genannt. Ich nenne natürlich auch diese Woche einen. Ich kann jetzt das hier ein bisschen hochschrauben.
13.637. Das war also der Schein, oder vielmehr das war das High, was wir hatten. Ich möchte gar nicht so weit weg davon gehen. Ich muss immer vermuten, wenn der Markt ein neues All-Time-High macht, und der hat es in der letzten Woche nicht gebracht, dass wir dann relativ schnell eine Aufwärtsbewegung suchen. Ich habe mich für diesen Schein entschieden. Das ist die 13.720. Da sind wir so ungefähr hier. Und zwar aus folgendem Grund, aber ich sage erstmal die Kennnummer, das ist ein 67er Hebel, ist auch sehr, sehr hoch. GB7KXH, GB7KXH. Wenn wir die 13.637,5 überbieten mit Schlusskurs rechnen, oder vielmehr muss ich damit rechnen, dass wir eine schnelle Aufwärtsbewegung haben, habe hier also immer noch genügend Zeit, mich zu stoppen. Stoppen würde ich mich im Bereich 13.670. Damit haben wir genügend Abstand. Ich muss aber auch dazu sagen, diese Ansicht war für die letzte Woche falsch. Ich habe mir viel, viel mehr davon versprochen, was der hier gemacht hat. Dass der da wirklich das alte All-Time-High um fast 70 Punkte überboten hat. Der hätte mehr kommen müssen. Und das war echt enttäuschend. Die FED-Sitzung am Mittwoch macht es nicht einfacher. Und da müssen wir einfach mal schauen. Aber ich gebe den Markt noch nicht auf. Ich habe keine griffigen, guten, schönen Verkaufssignale habe ich nicht. Deswegen, ich gebe ihn noch nicht auf. Ich denke, zum Fixen ist es zu früh. Es gibt Werte, bei denen sich das wahrscheinlich eher lohnt. Dann denke ich an sowas wie Tesla. Aber für den DAX an sich short zu gehen, ich mache es noch nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.